Andedorn. Ich bin zurück. Jetzt bin ich auf die Taste gekommen. Wir wollen nur eine Urcha spielen. Sollte okay. man nicht unterschätzen. Wahrscheinlich. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Vielleicht so. Wartet mal bitte. Warst du das? Ich habe gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Wie können wir dir helfen? Er bewegt sich schon wieder. Was buchstabiert das? Er bewegt sich schnell. Warnung. Shit. Oh mein Gott. Warnung? Ich glaube, wir müssen echt rausfinden, wer da mit uns kommunizieren will. Ja. Wir können dir nicht helfen, wenn wir nicht wissen, wer du bist. Genau. Kannst du uns sagen, wer du bist? Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. Sister. Schwester. Schwester? Wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag, wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Oh. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Es? Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meinst du das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid, Leute, was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Okay. Ich finde, das passt besser zu Ash. Wer war das? Hannah, wer hat dich umgebracht? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E. R. O. O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Ah. Heilige Scheiße. Chris? Ach, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt. So ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen! Hey, komm runter! Es ist nicht echt. Ich kann das Schuld. Nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben! Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann, ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Wahrscheinlich. Aber was ich mir ja vorstellen könnte, dass
Josh irgendwie hinter der Sache steckt, weil er denen die Schuld gibt. Jess! Oh, verdammter Scheiß! Ich bin gespannt. Dass er die jetzt da hinschicken will, damit er die umbringen kann. Weil er hat ja alle irgendwo hingeschickt. Ob das nur so ist? Die werden es erfahren. Jessica! Ach, komm schon. Jess! Oldtimer. Süße, bist du da drin? Ah! Ah! The fuck? Wow! Shit! Kann man schon mal erschrecken, Entschuldigung. Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Kann ich es mir nochmal angucken? Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Das ist die Maske, die Christoph hatte? Ich habe mir das Gefühl, dass auch Chris mit drinnen hängen könnte, weil es ja nun mal der beste Freund von Josh. Ernsthaft? Das ist nicht witzig. Ich schwöre... Ah! Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Warte, das musst du sehen! Das musst du sehen! Ich will mir das nicht! Nein! Guck, nein! Du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Okay, schön. Du gewinnst. Oh, das ist doch kein Wettstreit. Aber ich gewinne. Jedes Mal. Aha. Wie du meinst, Babe. Heul ruhig weiter, Romeo, wenn es dir Spaß macht. Oh, ein Totem. Rot. Gelb. Musik wird schon wieder ein bisschen spannender. Was ist denn das? Hat da jemand geschrien? Nein. Nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Also. Bestimmt. Abartig. Was? Hörst du das? Nein. Hallo? Jemand da? Das wird man leider erschrecken. Ich bin ja sehr hilfsbereit, das muss man schon mal sagen. Gut, ich hätte einfach nicht werfen brauchen. Manchmal ist es gut, was nicht zu machen. Naja. Hat was? Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ja. Yeah. Oh.
Eine alte Maske, da schauen wir uns das gleich mal an. Eine alte Bergbaugasmaske, laut der Beschriftung inne gehörte sie einem Bergarbeiter namens Billy Bates. Nee. Ich bin nicht so. Ist voll schräg, oder? Sieht gruselig aus. Stehst doch drauf. Knutschen? Oh, Mike, hör auf! Okay, dein Pech. Das ist cool. Wie man's nimmt. Wieder nochmal. Ha? Ich hätte noch mehr erschrecken können. War ich da hilfsbereit oder was? Hier war noch was drin. Boah, ne? Sah so aus. Los, komm. Nervenzicke. Hübsch ist es ja. Wahrscheinlich am Tag noch mehr als 23 Uhr. Das ist immer die Frage, wie die Perspektive kommt. Hä? Ich hab gerade gar nicht mitgekriegt, was da war. Ach, hier Stein runtergeplumpst oder was? Und wieder hört man Stimmen. Wir werden es aber da rausfinden. Hier liegt doch ein totes Tier. Oh Gott. Verdammt. Echt furchtbar. Shit. Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Glaube ich auch nicht. Okay, Mann. Hey. Das jetzt schnell zu Ende, okay? Oh, nein, 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 nein. Okay, okay, Gott. Wie soll ich? Ich kann nicht hinsehen. Okay, okay, okay. Okay. What the fuck? Mike, was hast du getan? So ein Scheiß, der ist ab! No! Oh mein Gott, was zur Hölle war das? Keine Ahnung! Eine Brücke, hier lang, hier lang! Komm hier rüber! Das ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Da! Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Ich denke mal, das komm schon, wir müssen weiter! Ja! Ja! Nein! Hol die Treppe! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110. Stimmt, in so einer Hütte ist man sicher. Krass, ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder?
Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Was? Okay. Bist du eine Lady? Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung, bitte. Ja. Der Kamin könnte ja ein bisschen Beleuchtung machen, wahrscheinlich. Du bist bereit, ein bisschen hochgeklettert? Ja. Ja, schön, weil Jess. Ich verstehe es manchmal nicht. Wir gucken erstmal, ob noch was anderes rumliegt. Hier. Was hast du denn jetzt verloren? Dein Handy? Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess. Ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay, okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, wir gehen raus. Wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Streichholzschachtel. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Habe ich recht? Erstmal gehe ich mich weiter umsehen. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey! Ja. Bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Oh. War wohl eine richtig gute Tennisspielerin. Das ein Buch? Falls du das nicht Kamasutra. Mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Oh, was haben wir denn hier? Die waren einfallsreich. Ihr könnt es euch ja gern durchlesen. Aber habe ich keine Lust zu. Ab ins Luxusbad. Und erschrecken? Mann, verdammt! Weg, weg! Verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Mann, kleiner Schisser ist er, das Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Die Kiste geht, ne? Also gehen wir mal gucken, dass wir Feuer machen. Wir gehen das nochmal dahinter. Ah, hier ist noch was. Du sollst nur ein Feuer machen, kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Oh, ein Bruder. Jetzt guckt er wieder rein. Das werde ich vielleicht mal jetzt lesen. Die Bärenmutter kehrte zurück. Sie war furchtbar zornig und griff den Kaufmann an. Doch er konnte mit den Pelzen ihrer Jungen fliehen. Ein mächtiger Adler wurde Zeuge des Geschehens und stieß auf einen Kaufmann herab, der zwischen den Bäumen hindurch rannte, doch ein Pistolenschuss konnte den Adler in die Flucht schlagen. Der Kaufmann verließ den Wald in Schadenfreude, während er an das Geld dachte, das er schon bald es in den Händen so halten würde. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Die Schnauze. Doch da fiel ein großer Baum und versperrte ihn den Weg. Er musste umkehren, einen anderen Weg finden. Da traf er ein weiteres Mal auf die Bärin. Der große Geist hielt ihn an diesem Tag auf und die Bärin konnte Rache üben. Die Natur zu verärgern bedeutet, das einige Leben zu opfern. Der große Geist sieht alles. Vergiss das nie und sei auf der Hut. Respekt ist die Lebensart des Stammes. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Ach, na eben. Das macht es jetzt nicht wirklich besser.
Zeichen und Symbole der amerikanischen Ureinwohner. Die Jäger der amerikanischen Ureinwohner nutzten Zeichen und Symbole, die sie in den Bäumen ritzten oder an den Wänden malten, um mit anderen Stammesmitgliedern zu kommunizieren. Viele Symbole vermittelten religiöse oder mystische Glaubensgrundsätze. Einige warnten vor Gefahren oder boten Schutz, andere markierten gute Jagdgebiete. Die meisten Symbole waren stammesspezifisch und konnten von anderen Stämmen nicht gedeutet werden. Die Abbildung unten und gegenüber zeigen einige Symbole, die von den Stämmen in Nordamerika und Kanada benutzt wurden. Bild des Jägersymbols, gutes Jagdgebiet. Oder Bild des Schmetterlingssymbols, eine Vision, ein Traum von der Zukunft. Bild des Schädelsymbols, ein Schutzzauber oder Bann, der vor bösen Geistern schützen sollte. Haben wir doch schon irgendwo gesehen gehabt, ne? Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Ich bin nicht so ein Arsch. Ne? Gefall ich dir? Warum drehen Kerle bei Waffen immer komplett am Rad? Na, dass er so eine Scheiße macht, hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. Irgendwo gesunken wieder, was? Nee, witzig. Toll. Jetzt aber. Hallo? Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Und jetzt ein Feuerchen? Ah, hopp. Mark 1, Feuer 0. Wirklich schön. Bravo. Oh. Nicht so schön. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Oh, ja, ja. Oh, oh, oh. Ich werde gleich erschrecken. Oh. Dein Telefon! Was? Wieso denn mein Telefon? Keine Ahnung, es kam halt durchs Fenster. Verfluchte Scheiße! Verdammt, Mann! Was? Diese verdammten Arschlöcher sind uns bestimmt gefolgt, um uns zu erschrecken, wenn wir gerade zur Sache kommen wollten. Oh. Oh. Die ist dumm. Hey! Ja, Penner! Ich meine euch! Ich weiß, dass ihr da seid! Was für eine Scheiße soll das sein? Gönnt ihr uns den Spaß so wenig? Sie leuchteten ihn immer so. Weil Michael und ich nämlich gleich ficken. Genau, wir haben jetzt gleich Sex. Und der wird echt heiß. Also genießt es, denn wir werden das ganz sicher tun. Oh. Oh, so eine Scheiße.
Die war hin. Würde ich sagen, ich mache jetzt einfach mal einen frechen Cut hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.